Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir haben hier ein kleines Problem, das wir hier feststecken. Die Erde hier können wir nicht mitnehmen, um hier die Wiese auszubauen. Und wir sind noch lange nicht mit dem Schiff fertig und wir brauchen noch so vieles. Und wir hatten auch viel zu lange eigentlich Story-Inseln gemacht, aber das ist halt eine der letzten Story-Inseln definitiv. Und wir kommen hier eigentlich nicht weiter und ich habe jetzt auch keine Ahnung, warum ich hier runtergesprungen bin. Wir brauchen aber definitiv... Autsch! Vorübergehend zumindest noch so einen Motor. Benötigt Biokraftstoff, genau. Biokraftstoff hatten wir ja hier drin, 13 Stück gleich. Um es aufzufüllen. So, jetzt ist voll. Wir brauchen zu viel und haben zu wenig. Obwohl, warte, wir haben hier ja noch ein paar Nägel. 9 Stück. 10 haben wir jetzt insgesamt. Ja, dann können wir jetzt eben die Tür hier wieder machen. Dann fehlt uns noch so einer unten. Für hier. Genau. Ja, einfach erstmal provisorisch repariert. Und dann wollten wir noch... Was wollten wir noch machen? Irgendwas wollten wir noch machen. Ne, von hier glaube ich nichts. Den Hammer brauchen wir auch im Grunde gar nicht mehr. Ne, hier waren Werkzeuge. Den brauchen wir ja nicht. Das ist jetzt eigentlich nur noch hier so. Den können wir eigentlich auch entsorgen. Stationären Anker. Mit denen gar nicht mehr brauchen. Und Nägel packen wir auch wieder hier rein. Ich finde es aber jetzt echt doof, dass wir hier gerade nicht rauskommen. Hier einfach feststecken, wirklich. So. Wir stecken hier fest. Das heißt, ich muss jetzt erstmal vielleicht hoch. Und die Dinger vielleicht mal so drehen. Hier oben auch noch einer? Nee. Doch. Und ich hoffe wirklich, wir kommen so jetzt erstmal hier wieder weg. Und müsste es jetzt gleich gehen. Dass wir hier langsam rauskommen. Ist der Anker jetzt unten oder? Jetzt oben. Bin mir jetzt nicht sicher. Ne, der ist jetzt unten. Jetzt ist er unten. Das heißt, jetzt bewegen wir uns nicht. Gucken wir noch einmal.
Jetzt ist er oben. Und wir bewegen uns gar nicht. So, dann müssen wir vielleicht so machen. Und hier auch vielleicht eher in die Richtung. Dann nochmal hier hoch. Wir müssen hier rauskommen. Oh, komm. Genau. So. Nee. Irgendwo hängen wir fest. Ich weiß nicht wo. Wir bewegen uns auch gar nicht. Nicht mal ein bisschen. Haben wir irgendwo ein Paddel noch? Ja, danke, Bruce. Wir hatten doch irgendwo noch ein Paddel gehabt. So. 6 Kunststoff und 2 Seil. Haben wir 2 Seil? 1, 2. Kunststoff hatten wir hier. Ja, müssen wir jetzt erstmal vielleicht wirklich darauf zurückgreifen. Auf das Seil. Und ich gehe jetzt nicht mal runter. Toll. Den tun wir uns auch nicht wirklich. Dass wir wirklich mal wieder aufs Paddel zurückgreifen müssen. Unglaublich. Aber naja, wenn wir hier feststecken, dann brauchen wir den vielleicht doch öfters mal. Wir knallen immer wieder hier gegen. Warum? Komm, ich will da hoch. Nein, Bruce, nein. So, dann mache ich den hier mal an. Und den hier. Und dann ziehe ich hier mal mit. Ich muss hier jetzt wirklich rauskommen. Alter, kann doch nicht sein. Ich habe eine Idee, wir machen den hier erstmal raus. Irgendwas anderes ist zu viel.
muss an irgendwas anderem liegen. Jetzt kann ich den wieder nicht bauen. Warum kann ich den jetzt nicht mehr bauen? Oh nein. Nein, den will ich nicht. Ich will den hier. Einen Moment, so. Der will wieder nicht. Aber woran liegt das, dass er jetzt hier nicht fahren will? Irgendwie doch ein Problem, ne? Der steckt hier wirklich fest. Der will mich hier nicht rauslassen. Warum? Anscheinend sind die Wellen aber auch hier sehr, sehr stark. Die sind aber alle in die Richtung. Ich will aber nicht dahin. Ich will jetzt erstmal woanders hin. Was soll denn der Scheiß? Ah, was ein Dreck. Gut, dann gehen wir erstmal da rein. Dann kann mich die Insel hier erstmal am Arsch lecken. Sorry für die Kraftausdrücke, aber wenn ich hier nicht wegkomme, weil die Strömung so scheiße stark ist und das Spiel mich einfach nicht wegkommen lässt, ja, was soll ich denn dann da machen, ne? Ich habe hier nicht noch 1000 andere Aufgaben, die erledigt werden müssen. Wofür ich Ressourcen brauche? Nee, ich muss hier sein. Ich muss hier bleiben. Und jede Wette, wir kommen hier nicht einmal danach raus. So, dann wollen wir. Oh, warte, erstmal einlagern. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Die Schaufel können wir eventuell gebrauchen. Das glaube ich ja nicht. So, Speer. Ersatzspeer. Bogen. Ersatzbogen. Das Ding. Das Ding. Das Ding. So, Nahrungsmittel brauchen wir auch noch ein bisschen was. Und auch was zu trinken. So, die können wir schon mal gleich kochen. Die nehmen wir so mit. Das Ding können wir wegschmeißen. Eigentlich. Die müssen wir noch kochen. Da kommt bitte nicht da rein. So, die ganzen Suppen nehmen wir mit. So, das nehmen wir mit. Ja, die Kartoffeln können wir auch noch kochen. So, warte mal. Wir konnten ja hier irgendwas mit dem Fisch machen. Mit dem einen. Ich glaube nur das da. Ja, komm, dann machen wir als allererstes die drei Lachsdinger, Haifischdinger. Dann 1, 2. 1, 2. Und beginnen wir mit der Suppe.
Kann ich einen Kartoffel Smoothie machen? Ne. Ja, dann heißt es gleich nochmal hier kochen. Was können wir dann eben noch sonst machen? Das kann hier hin. So, den Titanenbarren nehmen wir raus. Nee, hier waren die. Genau. Packen wir hier einen Titan. Hier einen Nagel. So, den Fisch können wir auch mal gleich braten. Ah, wir haben keine Schüssel für die Suppe. Müssen wir die Kartoffeln so erstmal mitnehmen. Weil wir keine Schüssel haben. So, dann brauchen wir eben noch Wasser. Oh. Mehr haben wir ja da nicht drin gehabt. Super. Echt super mit dem Wasser. So, wie weit ist es denn hier? Nice, immerhin. Jetzt müssen wir da noch mal Holz nachladen. Hm, 20er Stack wird wohl reichen. So, dann müssen wir jetzt eben noch schnell was essen und trinken. Und nochmal nachladen. So. Und das hier noch rein. So, wie weit ist denn das Fleisch? So, Flanke rein. Hier haben wir sonst nichts, außer hier Honigwaben. Ja, Hehl, alles gut. Boah, sie wird mich töten, wenn sie erfährt, dass ich sie hier nach der Ziege benannt habe. Also die Ziege nach ihr. So. Wehe, ihr petzt. Bei der lieben Hehl. So. Die letzten drei und dann können wir mit dem Fisch und den Kartoffeln anfangen. Beziehungsweise wir gehen jetzt schon mal rüber. Und ich hoffe, sobald wir von der Insel wieder runter sind, dass der Wind sich legt in eine andere Richtung. Bei was? Sanftes Drehen. Und hier sind Schläuche. Do not move. Requires electricity. Okay, die glitschen da ein bisschen rum. Schaufel aufnehmen. Ah, nice, wir kriegen eine neue Schaufel. Immerhin. Aber das regt mich auf, dass wir von da jetzt nicht wegkommen. Dass wir uns da nicht wegbewegen können. Water tank, my house, water pump. Detto. I have my own raft and it's hooked up to actual wind turbines.
if I had even more power, just imagine all the experiments I could run. But now that lunatic Olaf appeared, his cages are already unloaded and now he's promising to help everyone with his army. Last I saw him, Olaf Rookstrom ruined Caravan Town. I will never forgive him. I hope Han and Ruben listen to me. He's not to be trusted. Just in case, I decided to up the security on my raft. Eine Harpune? Only the smartest people to enter. Like me. Eine Harpune benötigen wir hierfür, okay. Wo kriegen wir jetzt eine Harpune her? Ah, da hinten. Hier lebt noch. Ist nur traurig, weil es nicht mehr zum Gras den Weg findet. Jetzt bin ich gespannt. Noch eine Schaufel, okay. Gibt es viele Schaufeln. Wahrscheinlich, weil wir hier wirklich alles ausgraben müssen. Ich glaube wirklich, dass die nicht ohne Grund hier sind, diese ganzen Dinger. Ja. So, warte mal. Den packen wir jetzt mal hier hin. Wenn wir so viele Schaufeln hier jetzt haben, dann heißt das definitiv, dass wir hier alles einmal ausgraben dürfen. Wer weiß, vielleicht finden wir sogar noch was drunter. So, hier nochmal. Hä? Ein Teil von Detta's Code gefunden. Okay, nice. Also dürfen wir einmal alles ausbuddeln. Hier ist noch jede Menge, aber wir sind in dem Bereich noch nicht fertig. Jo, und schon wieder eine Schaufel hinüber. Ich hoffe, hier gibt es noch mehr von denen. So, hier nochmal. Aber die despawnen auch langsam. Okay. So. Gibt es hier irgendwo noch eine? Ich könnte jetzt noch ein paar Schaufeln gebrauchen. Auf jeden Fall noch einiges an Schaufeln. Wenn die so schnell hier verbraucht sind, dann definitiv noch mehr als jetzt noch drei oder so. Hier geht's nicht rein. Hier auch nicht hoch. Hier sind wir wieder bei Detto oben. Ich hoffe, hier haben die noch irgendwo eine Schaufel. Ich will jetzt eher wenig oder ungern
That was here. Ach, wie süß. Dass sie sowas noch eingebaut haben. Aber ich würde jetzt wirklich ungern meine eigenen Materialien für eine neue Schaufel ausgeben. Das sieht aus, als könnte ich das irgendwie aufnehmen. Kann ich da aber auch rein. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, nein. Ich glaube, da komme ich nicht rein. Alter, hier oben gibt es auch noch mal mehr. Wie viele Schaufeln werde ich hier brauchen? Egal, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Eigentlich hatte ich vorgehabt, dass wir entspannt wieder weiter normale Inseln betreten, ein bisschen bauen. Aber ja, jetzt sind wir halt hier im Storygebiet. Mit zwei Zugangsschlüssel. Und hier haben wir wieder Verkaufsautomaten. Na, da drinne auch sehr schön voll. Achso, wir müssten auch mal bewaffnet sein, weil hier komische Viecher rumlaufen. So, was gibt's hier noch? Hier nichts. So, gibt's hier irgendwas, die Möglichkeit, hier hochzukommen? Jo, hier hoch können wir. Da könnte man auch noch hin. Kommen wir gerade von da, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier geht es auch noch hoch. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, ist ein Ausgang. Das hier ist ein Ausgang. Hier haben wir wieder eine Zugbrücke. Oder was heißt wieder mal? Wir haben hier eine. Doch, wir hatten schon mal eine Zugbrücke. Und hier haben wir noch ein paar Teile. Nice. Und wir haben hier keine Schaufel. Ich hätte wirklich gerne wieder eine Schaufel. Ah, hier waren wir schon mal. Dann gehen wir erstmal dahin weiter. Ah, da sind die Viecher. So. Ah, okay. Dann gehen wir hier hin. Und bleiben auch erstmal hier. Beziehungsweise hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!